Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier auf der Karte NF Marsch V2.4 im Singleplayer. Jo, wir machen weiter. Wir haben im letzten Part ja angefangen, hier die Mission 2 zu beginnen. Und ja, wir fahren eben zu unserem Drescher, denn der Drescher wartet auf uns. Der Drescher ist abtankbereit und ja, da düsen wir eben hin, tanken den eben ab. Dann werden wir gleich, ich denke mal, einen Anhänger am Hof stehen lassen, denn ich möchte mal eine Tour Kompost verkaufen gehen, damit wir ein bisschen Kohle kriegen. Und ja, das wird der Plan so sein. Wir müssen gleich mal gucken. Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass die Mission fertig ist. Und dann können wir das ja eigentlich abschließen. Genau. Haben wir noch irgendwo was zu spritzen oder war es das? Nö, das war's. Okay, gut. Dann kann der ja schon mal weg hier. Dann haben wir hier mal 8000 Euro verdient. Das ist echt nicht schlecht. Wunderbar. Ja, komm, fahren wir den zurück. Dann ist der weg. Gut, dann können wir jetzt gleich Kompost verkaufen gehen. Wir müssen eben gucken, was unsere Burschen bzw. unser Bursche auf Feld 1 macht. Denn wir müssen gleich mal gucken, dass wir da dann... Ich weiß noch nicht, mit dem LKW könnten wir einen Hänger ziehen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Also könnten wir mit dem MB-Truck Feld 9 grubbern gehen. Dass wir da die Mission fertig kriegen. Müssen wir gucken, der MB-Truck hat glaube ich 210 PS oder 240. Vielleicht kriegen wir da noch einen größeren Grubber dahinter gehängt. Wo ein bisschen schneller geht. Vielleicht hat er irgendwo noch einen mit einem Meter mehr Arbeitsbreite. Und ja, das wäre ja gar nicht so verkehrt. Gut, stellen wir den erstmal in die Garage. Die Kühe müssen noch versorgt werden, ich weiß. Die müssen wir gleich noch sauber machen. Ich denke mal, wir werden auch bald das Mähen beginnen können, je nachdem wann die Wachstumsstufe hier beendet ist. Dann werden wir auf jeden Fall auch mähen gehen. Ja, und dann gucken wir einfach mal so, wie es hier weitergeht. So. Stellen wir den erstmal hier rein. Ich wollte jetzt auch keinen extra Anhänger uns noch holen. Extra wegen der Geschichte zwecks hier, ja, Abfahren von dem Kompost. Das wollte ich jetzt nicht extra. Deswegen dachte ich mir, komm, wir können das Hängergespann hier auch mal auseinanderhängen. Und dann fahren wir hier abtanken halt mit einem. Lass mal einen am Hof. Je nachdem, wo wir den hinfahren müssen, wie weit das ist, können wir auch mit dem Chase B fahren. Das wäre eigentlich auch noch eine Möglichkeit. Wenn das jetzt ewig weit weg ist, der Kompostverkauf, fahren wir mit dem Chase B. Dann lassen wir den MB-Truck abtanken. Oh, wir können auch mal mit zwei fahren. So schnell wird der ja nicht voll. Eigentlich können wir auch mit zwei fahren. Ja, wir müssen auf uns überlegen. Die Mühle gibt es ja noch. Muss man gucken, ob man die platzieren muss oder ob die fest verbaut ist. Ich glaube nicht. Weil das wäre ja noch so eine Aktion, die Mühle irgendwo hinzustellen. Aber ich glaube, die Mühle kostet auch einiges. Kirschplantage, Mehlfabrik. Oh, 450.000 und braucht auch Paletten. Gut, also wir kommen nicht um das Sägewerk rum. Also das wird unser next Problem sein. Wir kommen nicht um das Sägewerk. Also ja. Das wird die nächste Investition sein. Also alles an Missionen reinschmeißen hier, was geht. Was haben wir denn drin? So, 43.000, da können wir wohl mal eine Tour fahren. So, Kompass rein. Den fahren wir dann zu... Ich glaube, der Getreidehandel war das. Ne, zum Hafen. Hafen hat... 659 und der Hafen ist der Hafen ist der Hafen, ach doch, hier oben. Oh, da müssen wir auch weit fahren.
Wie fahren wir da? Haben Sie den nächsten Shop? Geradeaus. Hier das Geschlängel durch. Nach oben. Boah, ich denke, das wird das der nächste Weg sein. Ja gut. Dann machen wir das. So. Haben wir noch einen Grupper, der... Oder eine Scheibenecke, die mehr kann. Hat auch nur 6 Meter. Bringt ja gar nichts. Hat 4 Meter. 340 braucht der. Oh, die brauchen dann schon wieder so massig, ne? Das ist so... Ah. Brauchen auch so viel. Ne, gut, dann brauchen wir hier eine. Dann brauchen wir eine Scheibenecke. Das hat so keinen Sinn. Dann gucken wir, dass wir eine Scheibenecke, eine billige kriegen. Ja, holen wir uns halt die. Mieten, mieten. Den hängen wir ab. Fahren wir mit dem eben grubbern, dann nehme ich die Mission für Feld Dings an oben für Feld 9. Feld 9, grubbern, Vertrag akzeptieren und grubbern Feld 32. Gut. Dann tun unsere Geräte nämlich was und notfalls können wir da auch noch einen zweiten hinschicken. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt, falls der doch früher fertig ist. Können wir da auch zu zweit grubbern. Das ist vielleicht gar nicht so ohne. Lass mal den nämlich da oben grubbern eben. Ja, wir müssen natürlich gucken, dass wir wirklich an allen Ecken und Enden Geld reinkriegen. Ich dachte auch schon, wir müssen ein bisschen vielleicht doch noch in Tiere investieren, dass die ein bisschen mehr Gülle und Mist produzieren. Schaut gut aus. Wunderbar. Ich denke mal, mit 240 PS zieht er den locker. Also da mache ich mir gar keine Probleme, keine Gedanken. Probleme mache ich mir da auch keine. Dann brausen wir eben hoch. Fahrzeuggewichte wären gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir haben irgendwo eins. Aber gar nicht so viele. Also wäre jetzt beim Fendt wäre eins gut gewesen. Bei dem wäre jetzt auch nicht so verkehrt eins. Aber gut. Die sind doch ganz gut ausbalanciert. Müssen halt jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hier den Springkanigel machen. Wo müssen wir runter? Hier müssen wir runter. Einmal ausklappen. Das ist genau das Kartoffelfeld, wo wir hier Kartoffeln geerntet haben. Wir machen das, wir machen die Kursgenerierung, wir machen Feld 9. Nur ein Vorgewende. Drei Vorgewende. Machen wir 4. Ja, ist sie nicht. Senken. Ja, ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall den anderen noch herholen müssen. So, 1 Stunde 11 geht ein. Gut, dann kann der hier schon mal fahren. Genau, du musst auch gleich abgetankt werden, deswegen gucken wir mal, dass wir den Hänger hier ist voll, sehr schön. Dann gucken wir nämlich, dass wir jetzt den Kompass verkriegen. Zack. Zu und Abfahrt. Dann kriegen wir vielleicht in diesem Part noch ein schönes Geld rein mit Kompost. 46.000 Liter mal 0,65. Dann sind wir ungefähr bei 30.000 oder so, glaube ich. Jetzt ist jetzt nur schwer über den Nabel gebrochen. Ich glaube 30.000 oder so sollten wir kriegen. Rechne mal eben nebenbei noch mal 29.900, jo. Also 30.000 kriegen wir, das ist gar nicht so verkehrt. Finde ich eigentlich in Ordnung. Aber doch, doch, da schon Gewicht hinterhängt, also er beschleunigt nicht mehr so schnell wie er war.
Und man muss aufpassen, Handling. Hier müssen wir rein. Aber doch gute Investitionen oder gute Startfahrzeuge, also werde ich gar nicht beneiden. Vielleicht lässt sie ein bisschen schöner fahren, wenn man mit der Allradlenkung nicht gerade hier auf dem Teer fährt. Aber können wir oben beim Abkippen mal ändern. Man muss arg aufpassen, dass man die Kurven nicht zu eng nimmt. So. Aber gut, haben wir es ja gleich erreicht. Oh, Tempo mal rein. Dann haben wir Vorwärtslenkung drin. Ja, steht auf jeden Fall viel Arbeit an hier auf der Karte noch. Solange wir halt noch spielen können, das ist immer die Vorwarnung. Also wir werden hier nicht bis Open End spielen, das wisst ihr. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir hier irgendwann natürlich auf die Hauptfach umziehen. Ist eine wunderbare, schöne Karte und ich bin da echt begeistert von, muss man wirklich sagen. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall reinhasseln, irgendwann mal richtig Gas geben. So. Das läuft auf jeden Fall. Jo, 30.000, sehr schön, wunderbar. Das macht Spaß. Haben wir schon mal 185.000. Gut, dass wir so einen engen Wendekreis haben. Jo, da lohnt sich es auf jeden Fall gucken, dass wir den Kompass weiter ausbauen. Also die Produktion darf nicht stillstehen. Dann läuft das schon mal. Möchten wir gucken, dass wir bei Lidl lang fahren. Weil ich so im Kopf habe, dass wir so einen Kurs vom Lidl oben nach Hause haben. Dann brauche ich nicht fahren. Mal so quer durchfahren. Edeka lang. Ja, genau, da drüben müssen wir hin. Ein Schlenker hier gefahren, aber mit dem kann man ja ganz gut sausen hier. Das war Lidlhof. Dann kann der schon mal hindüsen. Mach den mal an. Jo, das schaut gut aus. Das läuft. Das läuft bei dem auch. Oh ja. Jo, da kommen wir gleich hin. Haben wir jetzt noch irgendwie einen Schlepper am Hof stehen wegen Frontlader und so? Hat der Deutz Frontlader? Nee, hat er nicht. Schade. Was kostet denn so ein Olaf Frontlader-Anbau? Wahrscheinlich genügend so, dass man sich nicht leisten kann. Frontgewicht Frontlader-Anbau 1500. Könnte man sich leisten. Dann hätte man hier noch einen mit Frontlader, wäre ja gar nicht so verkehrt. Den stellen wir auf jeden Fall hier rein. Dann kann man den Traktor eben warten. Oh Gott, Schnellgang sollte man nicht drin haben. Reparieren. Und konfigurieren. Wir wollen Frontlader am Bau haben mit Hydraulikanschluss, Stollkonsole. Gut. So.
Radar. So. Können wir auch reparieren. Was ich sehr bescheiden fand jetzt so. Mal das Gewicht her. Dankeschön. Er hat meine Fronthydraulik weggemacht. Fand ich ein bisschen doof. So, danke. Wunderbar. So. Jetzt hat er die. Soll es das lassen und... Ach, da geht nur eins. Ja, okay, komm, dann können wir auch das Frontgewicht so machen. Und das so. Machen wir das so. Dann lassen wir das Gewicht hier stehen. Wenn das so komisch ist, dass man keine Fronthydraulik und Konsole haben darf. Okay. Oh, jo. Er ist da. Sehr schön. Dann ist das das Erste, was wir machen eben. Den... eben abtanken fahren. Wieder Knicklenkung rein. Jo, die ist noch fleißig am Produzieren. Jo, dann können wir auf jeden Fall beim nächsten Mal gucken, dass wir vielleicht schon mal eine Graswiese mähen. Da müssen wir mal gucken, welchen Schlepper wir dann haben. Vielleicht ist dann einer schon beim Grubbern fertig. Ich denke, Feld 1 sollte dann fertig sein. Was ich denke, was das Thema sein wird, wir müssen, wenn Feld 1... Feld 1 fertig ist, eigentlich müssten wir gucken, dass wir dann notfalls die Anhänger an den LKW hängen und mit dem JCB ansehen oder mähen fahren, irgendwie so, oder umhängen, dass wir hier noch ein bisschen mehr Flexibilität reinkriegen, oder notfalls mähen mit dem Deutz oder so. Müssen wir mal gucken. Wir brauchen noch einen zum Sehen, aber da brauchen wir einen starken. Also das müsste JCB machen und Kuhweide mähen könnte man auch mit dem Deutz. Normalerweise, notfalls irgendeine andere Wiese kann man auch mit dem Deutz noch mähen. Jo, da merkt man, dass da ein bisschen Gewicht dran hängt. Machen wir mal ein Gewicht dran. Geht eigentlich, zum Düngen kann man den wohl auch nehmen. So. Frontlader passt natürlich nicht ganz so. Aber gut, für das bisschen soll es jetzt mal gehen. Fürs Ballenstapeln natürlich überlegen wir uns noch was anderes. So. Rin hier und ran an den Speck. Das geht schon mal einfacher. Ich muss echt sagen, das geht echt geschmeidiger als im RP. War das alles? Das wirklich alles? Ja, scheinbar war das alles. Okay. Juhu. Dann, wenn das alles gewesen ist, kann man wieder fahren. Hätte echt gedacht, das ist mehr, aber gut. Aber es sind es nur so wenig. Das zu. So. Gut. Dann sind wir auch schon wieder fertig mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da.
Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich würde sagen, tschüss.